Ja, warum? Warum machen wir das? Es gab immer diese Idee, den bestmöglichen Lautsprecher zu machen und dass wir das auch können und wollen, und haben wir, glaube ich, damit jetzt gezeigt. Ja. Für mich war es ein Eintauchen in den Klang, wie ich ihn vorher noch nicht erlebt habe. Diese Dynamik und diese Emotion und diese Bewegung der Luft, die da bei den Musikhörnern entsteht, dafür braucht es einfach so einen großen Lautsprecher. Also spielen so viele Komponenten zusammen, um dieses Klangbild zu erreichen. Und jeder dieser Teilbereiche muss möglichst perfekt funktionieren. Die beiden Hochtöner, die wir einsetzen, sind Air-Motion Transformer. Die wirksame Strahlerfläche ist größer als die eigentlich sichtbare, was zu einem sehr hohen Wirkungsgrad führt und zu sehr geringen Verzerrungswerten, was wieder zu der Sauberkeit des Gesamtsystems beiträgt. Die Mitteltonlautsprecher haben in ihrer Membran Papyrusfasern eingearbeitet, was die innere Dämpfung der Membran erhöht, wodurch eventuelle Resonanzen minimiert werden können. Das resultiert gepaart mit der sehr leichten Membran und dem sehr starken Antrieb in einem hervorragenden Masse-Antriebsverhältnis, was zu einer sehr hohen Auflösung der Wiedergabe führt. Für die kraftvolle Übertragung der tiefen Frequenzen haben wir eine Sandwich-Membran, die dafür Sorge trägt mit ihrer Stabilität, dass die tiefen Frequenzen präzise und knackig übertragen werden. Der Tieftöner soll nicht in der Lage sein, nur laute Passagen adäquat zu übertragen, sondern auch feinste Details zu offenbaren. Im Bassreflexrohr werden sehr hohe Luftströmungen erzielt. Also die Geschwindigkeiten gehen bis zu 100 km/h, und dafür braucht man halt sehr glatte Oberflächen und eine angepasste Geometrie, damit keine Strömungsgeräusche oder Verwirbelungen entstehen. Und das lässt sich halt sehr gut mit dem Porzellan herstellen, weil im Brennverfahren die Oberfläche sehr, sehr glatt wird und die geometrische Vielfältigkeit des Porzellans unendlich ist. Beim Instrument möchte man, dass das Gehäuse schwingt und dem Klang unterstützt. Beim Lautsprecher möchte man das nicht. Beim Lautsprecher möchte man, dass das Gehäuse überhaupt nicht schwingt und komplett ruhig ist und somit dem Klang nichts hinzufügt. Dieser umschließende Aluminiumrahmen, der sorgt nochmal für eine Grundsteifigkeit im Gesamtgehäuse, und auch die Strebenelemente, die auf die Seite gebracht sind, wirken halt in Richtung der eigentlichen Membranbewegung vom Tieftöner und versteifen das Gehäuse einfach nochmal maßgeblich mit. Der Hörer hat die Möglichkeit, zwischen zwei Modi zu wählen. Der Pure-Modus ermöglicht dem Zuhörer einen puristischen Musikgenuss. Und das bedeutet tonale Ausgewogenheit in der Wiedergabe, ein hohes Maß an Präzision und Räumlichkeit. Der Live-Modus zeichnet sich aus durch Lebendigkeit der Wiedergabe, durch Spielfreude und Dynamik. Gleichzeitig kann man individuell anpassbar die Räumlichkeit der Wiedergabe auch steigern. Diese Umschaltung muss hohen Strömstand halten, langlebig sein und geringste Übergangswiderstände haben, sodass Klangbeeinflussung durch die Umschaltung ausgeschlossen werden kann. Bei der BC350 werden nicht nur die Bauteile der Frequenzweiche einzeln selektiert, sondern wenn die Bauteile auf der Leiterplatte aufgebracht sind, dann werden diese messtechnisch erfasst und anschließend einem Paarungsprozess unterzogen, sodass auch hier möglichst identische Frequenzgangverläufe sicher sind. Also diese Aufwände sind einfach am Ende extrem. Also das ist schon nochmal auf ein anderes Level getrieben, weil sich alles den audiophilen Ansprüchen unterordnet. Man muss diese Resilienz haben, scheitern zu können und wieder neu anzufangen. Deshalb muss man einfach diese Leidenschaft mitbringen, um immer daran zu bleiben und immer wieder weiterzuarbeiten und einfach nicht aufzugeben, um an diesem Traum und diesem Ziel festzuhalten.